Ihr kennt Kaspar Friedmann, den Regisseur am Schauspielhaus. Er inszeniert wieder und er macht Camille und er will alle Rollen mit Studenten besetzen. Josephine, du spielst Camille. Camille geht bis zum Äußersten. Die vögelt sich fast zu Tode, die schneidet sich die Arme auf. Und du? Bist du kaputt? Machst du Männer an? Ich soll also alles durchmachen, was Camille durchmacht? Ich lass mich vergewaltigen und ritz mir die Haut auf? Ritzen ist ein bisschen harmlos gedacht. Wir sind ja nicht auf der Schule. Fang an zu lesen. Erste Szene, Haus Eve, Auftritt. Ich bin Camille. Joachim. Merken Sie sich meinen Namen? Ganz allein? Sex ist für mich wie Kuchen essen. Ich esse und esse und kann nicht genug davon bekommen. Was macht ihr eigentlich auf eurer Schauspielschule? Leute, ich brauche Energie. Ich brauche Spannung. Ihr müsst aufwachen. Ob du da oben schläfst oder ob du spielst, es macht überhaupt keinen Unterschied, Mädchen. Man sieht dich einfach nicht. Ich sag doch, du bist dafür nicht gemacht. Fähnchen. Ich glaube, ich muss gehen. Bleib doch hier. Was dann? Ich werde dich quälen. Du wirst dich quälen. Klasse! Du bist ein Sadist. Ja, das hat nichts mit Theater zu tun. Das ist Psychokacke. Du hast schon mal so schöne Gedichte geschrieben. Eine große. Was ist los mit dir? Was du siehst, ist nur eine Hülle. Warum hast du mich besetzt? Weil du denkst, dass ich einen Schaden habe? Bring jetzt alle durch! Das bist doch nicht du. Das ist nur die Rolle.